So, haben wir alles, oder? Mhm. Und los. Die leichte Artillerie. Das ist echt lustig, dass man eigentlich nur oben an dem schwarzen Balken sieht, ob überhaupt was passiert. Ja, also, das hätte ich jetzt zumindest erwartet, dass die dann verschwinden. Die müssen jetzt nicht theatralisch sterben, aber... Oder irgendwie die Ärmchen auseinanderstrecken. Irgendwie so ein Wir-sind-anders-Symbol. Ja. So, da war ja die Vermutung, dass er dann vermutlich um ist. Gucken wir mal. 3, 2, 1, 0. Genau. Und dann hat die jetzt auch 2 Punkte dazu und müsste jetzt auch ein eisernes Kreuz haben. Das heißt, unsere Artillerie... Ja, das war schon die mit dem eisernen Kreuz. Nee, die mittlere hatte. Das war die mittlere. Ach du, ja, stimmt. Ja, weil die Schwere haben wir ja gegen die anderen. Ja. Ja, jetzt... Ja. Kriegen wir hin. Oh. Ich würde sagen, die dicke Bertha kriegt auf jeden Fall jetzt die 2 Erfahrungspuppelchen. Ja. Und hätte damit dann auch ein eisernes Kreuz und macht dann alles platt. Und? Spannung? Jo. Welch überraschendes Ergebnis. Damals sahen die auch richtig martialisch aus, die Kanonen, ne? So mit dicker, fetter Kanonenrohr und nichts geht mehr. Und so, der ruckelt ja hier so langsam und still vor sich hin, ne? Wie viele Kinder schießen? 3, ne? Das würde ich sagen. Ihn aber anlocken. Du bist nicht so der Drauf- und Tod-Typ, oder? Naja, ich glaube, wir werden nachher noch Drauf und Tod machen, indem wir hier unten uns durchs Gebirge drängeln. Und dann versuchen, bei den anderen vorbeizukommen. Guck doch mal, ob du jetzt die Elite-Infanterie in das Depot ziehen kannst. Ach ja, das war ja das, was wir eben machen wollten. Können wir. Mhm. Und dann können wir vielleicht in der nächsten Runde reparieren. Kann ich? Achso, jetzt noch reparieren? Es ist ja noch nicht da. Ah, ich erinnere mich an diese strategische... So, aber ich ziehe die da mal weg. Nicht, dass die aus Versehen doch angeschossen werden kann. Dann würde ich aber auch die leichte Artillerie zurückziehen, weil die ist jetzt direkt im... Ja, aber die hat 3. In the line of fire. Ja, aber die hat 3. Ach so, okay. Dass wenn die hochkommt, dann direkt geballert wird. Ja, das war mein Plan. Okay. 1, 2, 3. Ja. Und dann muss er noch eins hoch und dann kann ich wenigstens einen Schuss schon mal bums. Mhm. Und da die hier 6 hat und genau aber 2 mehr weg ist, dann müsste er eigentlich schon mal schießen. Tricky. Ja, so, aber ich würde sagen, wir probieren es. Angreifen. Ich glaube, das geht nur. Oh, bei die Dicke können wir. Kein Angriffsziel. Ja, dann können wir reparieren versuchen. So, guck mal. Das müsste es, wenn du da Feuer drückst auf der Einheit. Genau, das ist das Reparatursymbol. Wo ist unsere Energie jetzt? Du hast, da sehen wir oben 15 Rohstoffe und ein Reparaturvorgang kostet 15. Und wenn ich mich recht entsinne, unabhängig davon, was man wie repariert und wie kaputt ist. Also, es steht hier. Die Reparatur von Einheiten kostet selbstverständlich Energie. Egal wie stark die Einheit beschädigt war und um welche Art von Einheit es sich handelt, sie benötigen 15 Einheiten an Energie zur Reparatur. Und das ist das obere Rohstoff und nicht das untere Gesamt. Ich probiere es einfach mal. Ach, das untere. Das obere sind die Rohstoffe pro Runde und das unten ist der Vorrat. Also jetzt haben wir noch 150 übrig. Das heißt, du kannst pro Runde eine Einheit reparieren. So viel Energie ist da und jetzt haben wir natürlich jetzt viele Runden lang nichts repariert. Aber daran kannst du jetzt ausrechnen, wir sind jetzt in der 11. Runde. Weil wir hatten... 165 Einheiten. Genau. Taschenrechner macht grob ungefähr überschlagsmäßig 11. So. Nicht zu schnell jetzt drücken. Mit Bedacht. Und jetzt hat er genau das, was ich erhofft hatte. Er ist nämlich da hochgerannt. 1, 2, 3. Und dürfte jetzt eigentlich, wir gucken nochmal, nicht, dass ich... Ah, das war wieder keine Information. Boden 3. Mhm. Das würde also genau passen. Das heißt, dann müsste er eigentlich noch eins hochkommen. Mhm. Und dann schieße ich ihn gleichzeitig mit 2 an. Und der da hat 4 oder 5. Wie viel hatte der?
Die mittlere Artillerie. Wahrscheinlich findest du es schneller als ich im Buch. Fünf. Nicht, dass die aus Versehen mich anschauen. Also aus Versehen auf mich schießen. Das klingt jetzt auch irgendwie. Klingt heute schon ein bisschen makaber. 5. Das heißt, die kann auch 2 hoch und dann kann ich ja angreifen. Also die Schwere kann 6 und das Eisenbahngeschütz, also haben wir jetzt hier nicht, das kann 7. Das ist echt ein martialisches Riesenteil. Ja. Eisenbahngeschütze waren riesige, auf Eisenbahnwaggons montierte Kanonen, die 100 Kilometer und weiter schießen konnten. Ja, das finde ich eigentlich. Das war die dicke Bertha. Die dicke Bertha ist das Eisenbahngeschütz. Ah. Ja, die Granaten der dicken Bertha zum Beispiel hatten ein Gewicht von bis zu 1160 Kilogramm und eine Bewegungsenergie, die der eines 200 Tonnen schweren Güterzuges, der mit 90 Stundenkilometern fährt, entspricht. Mahlzeit. Also ich muss zugeben, bei meinem Bundeswehrdienst fand ich auch immer am schlimmsten, dass man die, also wir waren einmal in so einem Truppenübungsplatz und haben die Artillerie über uns drüber schießen hören. Mhm. Also ich weiß nicht, ob über uns, aber so. Also Dings. Und irgendwie Reichweite, keine Ahnung. Mhm. Wie viel hatten die jetzt? 100 Kilometer? Was hattest du gesagt? Ich glaube, irgendwie sowas, ja, in Richtung. Ja, sowas, ne? Ja. Das heißt, man als, also ich stelle mir dann auch immer vor, man ist dann so der normale Fußtruppler. Man merkt noch, also man hat noch nicht mal die Möglichkeit, in die Nähe zu kommen. Ja. Das finde ich eigentlich, das, also, nee, Krieg ist einfach nichts. Ja, wenn du jetzt haben wir wieder so ein ethisches Dilemma da angebrochen. Nein, ja, vergessen wir das. Wir wollen eigentlich Spaß haben, das ist immer noch das Ziel. Wir spielen jetzt einfach mal weiter. So, genau. So, dann, Nee. Habe ich denn meine Elite-Fußtruppen schon da rausgeholt? Nee, die sind repariert. Also man kann, es ist nur kein Platz. Alles mit Artillerie voll. Okay, genau. So geht's auch in den Truppentransporter. Und der da, den kann ich doch dann auch da reinziehen. Können wir eigentlich auch reparieren, oder? Wir haben so viel Geld. Ist der da auch kaputt? Ne? Ja. Der ist nicht kaputt. Also die Elite wollte ich auf jeden Fall mal reparieren. Ja. Ja. Er ist nicht nach oben gezogen. Der weiß, was ich will. Hm. Und trotzdem bringt es ihm nichts. Der denkt, er lockt mich an. Denke ich mir. Der ist aber nicht, oder? Nee. Ja, dann achso, reparieren. Langsam geht das echt so ein bisschen von der Hand. Ja, also wenn man sich mal dran gewöhnt hat, die Steuerung war schon sehr clever und da ist man eigentlich auch, ja, sagen wir mal, mindestens so schnell wie mit irgendwelchen Icons mit der Maus. Das Problem ist immer nur, den Cursor richtig zu positionieren. Mhm. Also das ist mit der Maus dann doch tatsächlich einfacher, wenn man es einfach anklicken kann. Oh, die fallen sogar hier um. Vorhin haben wir uns noch drüber beschwert. Hier haben wir jetzt tatsächlich eine Animation, die zumindest anders aussieht. Ja. Auch wenn man nicht sieht, was es ist. Also, ja. Stelle, oh ja, jetzt müssen wir unsere Strategie ändern, glaube ich. Wie hat der 5? Hat er? Mhm. 5. Das heißt, in noch eine Bewegung und dann. Hm. Jetzt wäre es eine Überlegung. Truppen, Fußtruppen, er hat jetzt eigentlich nur noch Artillerie, oder? Ich glaube, er hat 2 Artillerie, 3 Artillerie noch, ja, und den Bunker. Also genau, ich würde gerne den jetzt, da hoffe ich, dass wir noch kriegen und dann. Dann lad doch mal die Fußtruppen jetzt alle in die Truppentransporter, weil sonst bringen die uns jetzt eh nichts mehr. Und dann versuchen wir dann den schnellen Vorstoß. Aber jetzt sehen, wie voll das Ding ist, sehe ich nicht. Ja? Doch, du kannst innen rein, reingehen und dann siehst du es. Oldschool ist das denn? Ich könnte ihn jetzt nach da ziehen. Mhm. Und den nach. Du kannst jetzt nächste Runde einladen. Ja, ich habe die Systematik von Es ist doch Grauhagen schon verstanden. Es ist doch Grauhagen! Ja, die können wir euch mitnehmen. Die kann auch auf direkte Nähe
schießen. Dann wird sie zwar auch angegriffen, aber die ist zumindest nicht wehrlos. Ja, ich ziehe gerade nochmal zurück, weil ich hoffe immer noch, dass unsere dicke, fette Monstersumme relativ effektiv den Gegner niedermäht. Ja, wenn er in Reichweite kommt, dann ist das schon nicht platt. Okay, spontan würde ich mal sagen, Moduswechsel. Haben wir noch was? Nee, haben wir nicht. Dieser Computer, jetzt müssen wir mal warten. Ja gut, aber der... Er hat was bewegt. Ja, die eine Artillerie, die andere nicht. Ich hoffe immer noch, dass er mit der dicken wenigstens ein oder zwei Felder vorzieht. Na, ich glaube, das macht er nicht. Ja, das wäre auch zu schön, ne? So, haben wir die... So, also ich wollte mal gucken, wie viel... Du hast gesagt, da steht da drin. Nee, musst in die... Nach links. Ah, oben. Ladung 6, Kapazität 9. Mhm. Wieso 6? Ach, die haben Gewicht 1, 2, 3 und der 3. Mhm. Ich verstehe die Systematik zumindest grundlegend. Wie viel Gewicht hat das Ding? 5. Könnte man sogar einladen, theoretisch. Ja, zwischen 6 und 9, da nach links meinst du, da der rein. Ja, wobei die würde ich eher stehen lassen und die mittlere Wenn mitnehmen. Oder die leichte. So. Ist jetzt voll? Wie meinst du das? Also ist jetzt noch Platz auf dem Transporter oder... Da sind noch 3 Platz. Passen da Pferde rein? Ja, die Pferde sind selbst so schnell, oder? Stimmt. Ich würde jetzt nicht den Truppentransporter... Also das ist so ein bisschen... Ich als alter Strategiehase halte es eher schlecht dafür. Ah, Gewicht 4, ja. Also die beiden können wir nicht mitnehmen. Hm. Was jetzt auch irgendwie ein bisschen unschön ist. Haben wir nicht irgendwo... Haben wir da nicht einen... Ja, normal, dann nehmen wir die raus. Dann müssten wir nämlich genau 4 haben. Und dann können wir den da... Da... Fast richtig. Einladen. So. Eigentlich so weit, so gut, oder? Mhm. Jetzt ziehen wir noch den da eins nach oben, dass wir keinen Stress kriegen. Der steht schon auf der Straße und der ist die Verteilung für die Dicke. Ich finde es gut. Wobei wir könnten die Kamera noch etwas mehr Richtung Straße führen. Mhm. So. Mhm. Dass wir, wenn auch, dann einen schnellen Vorstoß machen können. Okay. So. Ja, dann können wir jetzt nichts angreifen und... nichts reparieren. Einmal Moduswechsel. Okay, er hat C1 vorgezogen. Jetzt sind wir am Bewegen. Kriegen, erreichen wir die schon? Nee. Ja, aber der Grundgedanke war nicht falsch. Ist jetzt voll, ne? Mhm. Das heißt, ich könnte den noch da reinziehen, ne? Da ist noch Platz. So, und jetzt kriegt der aber den hier. Nee, das will ich aber nicht so. Und den können wir noch... Die Musik ist echt sehr freundlich. Naja, jetzt muss man auch sagen... Damals, zumindest zu Beginn des Krieges, sind ja alle freudestrahlend in den Krieg gezogen. Jo, endlich, ganz vorhin schon mal angesprochen, endlich können wir mal so richtig mal so ein bisschen Krieg machen und dann wird auch alles besser und dann geht es uns allen besser und Weihnachten sind wir wieder zu Hause und so und sie sollten sich sowas von irren. Ja, es ist also... Die Naivität ist immer wieder faszinierend. So, ich würde es einfach gar nicht bewegen, oder? Ja, theoretisch müssten wir jetzt mit der großen angreifen können. Genau, dann machen wir die jetzt platt und dann können wir in der nächsten Runde vorpreschen.
So, und? Jeder Schuss ein Treffer? Das wäre die Hoffnung. Nee, doch. Was? Mit einem Schuss 5? Da kommt den einen, wollte ich ja, schon sagen. Okay. Also, das wäre jetzt auch ein bisschen lächerlich geworden. Ja. Mit einem Schuss 5 und dann mit 5 Schüssen keinen. Ja, so, ihm gehen langsam die Optionen aus und seine Artillerie hat keine Erfahrung. Die wird uns auch nicht viel anhaben können. Die kann die, gar nicht auf Feldweg. Ja, die kann nur auf der Straße. Das wusste ich jetzt auch nicht. Ich auch nicht, aber deswegen kann er die gar nicht vorziehen. Und ich warte die ganze Zeit, meine ganze Strategie ist drauf ausgelegt. Ach, Hagen, Hagen. Warum hat denn da keiner ins Handbuch geguckt? Ja, vor allem, wenn ich sehe, wie weit unser Truppentransporter auf diesem blöden Feldweg fährt, dann weiß ich, dass der zum Klump geschossen wird, bis wir in die Nähe kommen. Nee, also den einen Schuss macht ja erstmal nichts. Kann da nicht jemand mal kurz mit einer Asphaltanlage oder so hinterherfahren oder vorausfahren und die Wege ordentlich asphaltieren? Es heißt ja immer, im Zweiten Weltkrieg hätten die Nationalsozialisten damals die Autobahn gebaut, um schon mal Vorbereitung zu machen für den Krieg. Stimmt allerdings nicht, denn die erste Autobahn bei Köln, das erste Autobahnstück, die A1, glaube ich, wurde nämlich schon vor der Machtergreifung gebaut und den, wie nennt sich, den Spatenstich hat dann, wenn ich mich recht entsinne, der damalige Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer getan. Der Kreis schließt sich. Genau. Der das hat heißt, Kriegsvorbereitung getroffen. Nein, natürlich nicht, um Gottes Willen. Nein, das heißt, es waren nicht die Nazis, die Autobahnen gebaut haben für Truppentransporte, sondern Konrad Adenauer hat es zumindest den Spatenstich gemacht für friedliche Zwecke. Also unterstellen wir ihm jetzt mal. Ich vermute es auch, ja. Ja. Das wäre zu hoffen. So, wir gehen jetzt mal voll auf Reichweite von diesem Bunker und dem schweren Geschütz da unten. Aber es ändert ja halt. Also es wir müssen jetzt vor, sonst wird das ja nichts. Jetzt können wir uns. Also da sich jetzt schon wirklich eingraben. Und alle außer Reichweite bringt nichts. War jetzt nicht geschossen, oder? Dann sind wir außer Reichweite. Ich bin im Schussmodus, ja, Mahlzeit.